Ich heiße Vernell Ehler. Ich bin 6 Mal nördlich von Friedrichsburg geboren. Zu dieser Zeit waren damals Kinder noch zu Hause geboren. Was ihr hier gerade gehört habt, ist Texasdeutsch. Ein Dialekt, der bis heute von einigen tausend deutschen Auswanderern gesprochen wird und eine einzigartige Kombination aus dem Deutschen und Englischen darstellt. Er besteht aus verrückten Wortneuschöpfungen, wie zum Beispiel Luftschiff für das deutsche Wort Flugzeug oder Stinkkatze für das deutsche Wort Stinktier. Geprägt wurde das Texasdeutsche vor allem in der amerikanischen Stadt Fredericksburg, in der sich eine große deutsche Auswanderergemeinschaft zusammenfand, die sich lange Zeit weigerte, Englisch zu lernen. Doch wie entstand diese außergewöhnliche Sprachinsel? Wie leben die deutschen Auswanderer dort und wie konnte sich das Texasdeutsche bis heute halten? All diese Fragen und die spannende Geschichte dahinter schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Die Geschichte der deutschen Auswanderung in die Vereinigten Staaten beginnt bereits im 17. Jahrhundert. Als die ersten europäischen Ansiedlungen auf dem nordamerikanischen Kontinent gegründet wurden, waren die Deutschen ganz vorne mit dabei. Bis ins 20. Jahrhundert bildeten sie sogar die größte Auswanderergruppe, noch vor den Briten, Iren und Italienern. Besonders im 19. Jahrhundert fand dabei eine sehr große Auswanderungswelle statt und viele Millionen Deutsche verließen ihre Heimat in Richtung Vereinigte Staaten. Diese ließen sich vor allem in der Region um die großen Seen nieder, in Bundesstaaten wie Wisconsin, Michigan und Illinois. Dort entstand der sogenannte German Belt, also der deutsche Gürtel, der große Landstriche in dieser Region umfasste. Außerhalb davon entstanden aber auch in anderen Teilen der heutigen USA deutsche Sprachinseln. Dort entstand nämlich im Jahr 1836 ein neuer Staat, die sogenannte Republik Texas, und viele Deutsche sahen in diesem neuen Land eine gute Perspektive für einen Neuanfang. Das Land fiel zwar nur 10 Jahre später an die Vereinigten Staaten, dennoch spielten die Deutschen von Anfang an in Texas eine wichtige Rolle. Bis zum Ersten Weltkrieg war das Deutsche dort sogar Amtssprache und gleichgestellt mit dem Spanischen und Englischen. Und so wurden immer mehr deutsche Auswanderer angelockt. Es entstand sogar eine eigene Organisation, der Adelsverein, der gezielt die Auswanderung nach Texas förderte und den Neuankömmlingen half, sich in ihrer neuen Heimat zurechtzufinden. Der Verein kaufte immer wieder neue Landflächen, um dort deutsche Kolonien zu etablieren. So wurden Städte wie New Braunfels, Schulenburg, Weimar und Fredericksburg gegründet. Dort sprachen die Menschen weiterhin Deutsch und hier entwickelte sich auch das Texasdeutsche, bei dem man noch sehr deutlich das Deutsche heraushört, allerdings gemischt mit einigen englischen Einflüssen. Beobachtet man die Entwicklung der anderen Sprachen in den USA, sieht man, dass diese meist spätestens nach der dritten Generation der Einwanderer ausgestorben sind. Dies war allerdings anders mit dem Texasdeutschen. Dieses wurde über viele weitere Generationen von den Einwanderern im Alltag verwendet. Grund dafür war, dass die Deutschen nach einer kurzen Phase des Aktivismus während des amerikanischen Bürgerkriegs von nun an lieber unter sich blieben. Die Deutschen hatten dabei unter den anderen ethnischen Gruppen immer ein sehr hohes Ansehen und sie arbeiteten oft als Ärzte oder Lehrer. Dadurch war auch das Deutsche eine sehr angesehene Sprache. Doch mit dem Ersten Weltkrieg änderte sich die Lage. Das Image aller Deutschen änderte sich mit Kriegsausbruch und auch alle Auswanderer mit deutschen Wurzeln standen von nun an unter Generalverdacht. Auch Deutsch war mittlerweile stark verpönt, sodass es seinen Status als Amtssprache in Texas verlor. In öffentlichen Institutionen wurde es sogar ganz verboten, so auch im Bildungswesen. In einer Bildungsreform wurde von nun an vorgeschrieben, dass alle Kinder in der Schule Englisch lernen mussten. Dadurch sollten die Deutschen assimiliert werden und der Status des Englischen als Hauptsprache untermauert werden. Wenn die Kinder also auf dem Pausenhof heimlich Deutsch sprachen, mussten sie als Strafarbeit immer wieder "Ich darf kein Deutsch reden" schreiben. Und dadurch schwand auch die Bedeutung des Texasdeutschen, da über die Generationen nun immer mehr das Englische Einzug in die Familien fand. Ab dem Zweiten Weltkrieg setzte sich dieser Trend dann noch weiter fort. Zu seiner Hochzeit sprachen wohl über 100.000 Menschen diesen Dialekt. Heutzutage reichen die Schätzungen von wenigen Tausend bis zu 10.000 Menschen. Das ist tatsächlich immer noch relativ viel, wenn man bedenkt, dass die Assimilierung bereits vor über 100 Jahren begonnen wurde. Tatsächlich behielten nämlich doch viele das Deutsche in den eigenen vier Wänden bei. Doch trotzdem ist die Sprache auf dem Rückgang und sie wird hauptsächlich von den älteren Leuten benutzt. Der deutsche Sprachenwissenschaftler Hans Boas von der University of Texas führte dazu aus: Die meisten Sprecher sind über 60. Mit dieser Generation wird das Texasdeutsche auch aussterben. Es ist dabei ziemlich spannend, sich die sprachlichen Begebenheiten des Texasdeutschen anzuschauen. Es besteht zwar im Kern aus dem Deutschen, hat an gewissen Stellen aber doch entscheidende Änderungen erfahren. So gibt es in dem Dialekt zum Beispiel keinen Genitiv und der Dativ und Akkusativ fallen zusammen. Zudem wird an vielen Stellen auch der Einfluss des Englischen deutlich. So heißt der Satz: Das Eichhörnchen sitzt auf meinem Werkzeug, die Eichkatz sitzt auf meine Tools. Wir treffen uns heute in der Stadt heißt: Wir mieten uns heute in Town. Und wie auch immer heißt: Whatever. Auch wenn die Sprache auf dem Rückgang ist, haben die Deutschen dennoch kulturell einen großen Einfluss auf Texas gehabt. Es gibt dort bis heute deutsche Volksfeste wie Maifeiern und ein Oktoberfest. In Restaurants wird deutsches Bier mit deftigem Schnitzel oder Bratwürsten serviert und es gibt bis heute deutschsprachige Zeitschriften und Magazine. So, das war's mit dem Video. Kanntet ihr das Texasdeutsche? Schreibt es gerne mal in die Kommentare.
Wenn ihr euch für eine weitere Gruppe deutscher Auswanderer interessiert, dann kann ich euch noch sehr mein Video über die Russlanddeutschen empfehlen. Ich verlinke es euch direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sage ciao.